zwei Jahren habe ich Jokers Plan aufgedeckt, eine Armee von Mutanten auf Gotham loszulassen. Er hatte seine Handlanger mit Titan genetisch verbessert. Bevor ich ihn aufhalten konnte, schluckte der Joker eine Überdosis Titan und mutierte zu einem riesigen Monster. Ich konnte ihn besiegen, aber diese Überdosis hatte schwere Nebenwirkungen. Der Joker lag im Sterben und brauchte ein Heilmittel. Er infizierte mich mit seinem Blut und so hatte ich keine andere Wahl, als ihm zu helfen. Aber das war noch nicht alles. Er infizierte Blutkonserven in ganz Gotham, weshalb diese Patienten hier unter Quarantäne stehen. Jokers mutiertes Blut wirkt wie ein Zellgift, das das Gehirn angreift und die Menschen verwandelt. In ihn. Wenn wir keinen Weg finden, diesen Prozess umzukehren, wird niemand aufhalten, was er entfesselt hat.